Geld, Geld, Geld. Und wir haben gleich die 1000 erreicht. Wir können uns bald alles leisten, was wir wollen. Nein, natürlich nicht. Oh, meine Augen drehen gerade ein bisschen. Egal, da müssen wir nochmal durch. Ja, wie kommen wir da hoch? Jemand eine Idee? Ich habe gerade keine Idee. Müssten wir gleich mal auf der Karte gucken. Lauf, lauf, Forest, lauf! Boah, ich springe jetzt hier nicht aus dem Ziel hinaus. Schilde, was haben wir denn da? Schlechter, schlechter. Ach so, da muss ich gucken. Also, besser. Ladeverzögerung. Ah, ich schreck zurück. Das würde ich vielleicht nehmen oder eventuell das würde ich nehmen. Das heißt, das kann man fallen lassen. Und dafür nehmen wir jetzt das. Hatte schon ausgerüstet. Okay. Nein, das war nicht okay. Nein, 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 nein. So. Was sagt denn unsere Karte? Ja. Wir hätten, glaube ich, doch besser den anderen Weg nehmen sollen. Meine ich. Erstmal hier in unser Fahrzeug steigen. Ich knall wahrscheinlich. Oh, Glück gehabt. Ich wollte schon sagen, ich knall wahrscheinlich wieder irgendwo gegen. Ja, komm, komm. Ah, okay. So ein paar Fische an der Angel, die können uns natürlich hier. Kann ich da nicht durch? Mach das Tor auf. Da gibt es ja irgend so einen geheimen Weg. Das ist doch ein Tor. Hier irgendwo muss dann auch so ein versteckter Schalter sein. Okay, das klappt nicht. Hallo, ich will hier raus. Ja, okay. Wir machen uns einfach ein neues Fahrzeug. Wir müssen irgendwie da oben hochkommen. Und ich habe da schon so eine leise Ahnung. Nicht das, was ihr jetzt denkt. Da muss ich hin. Ja, es wäre schön, wenn du jetzt nicht runterfällst. So. Seid ihr bereit? Ich bin bereit. Und jetzt fahren wir einfach mal. Wir müssen da irgendwie hochkommen. Komme ich aber nicht. Alles klar, okay. Das war auch zu vermuten, natürlich. Nee. Ist wieder ein Speicherpunkt. Hier ist wieder sowas Komisches. Ach, ja, okay. Okay. Wir sind in Windeseile wieder an den Anfang geschossen. Frag mich jetzt bitte nicht, wieso. Sind wir wieder hier angelangt. Wir müssen da irgendwie hochkommen. Ah, warte, da war da irgendwo. Ja, okay. Ich könnte jetzt natürlich einfach da hochfahren. Okay. Ich habe gerade nicht so wirklich einen Plan, wo wir langfahren könnten. Ta 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 ta. Ne, ernsthaft, das ist gerade irgendwie ein bisschen zwicklig hier. Lass mal wieder hier drüber. Ihr denkt jetzt wahrscheinlich, was ein Held. Er ist einfach da drüber geflogen.
Da komme ich aber nicht weit. Ja, ist schön, dass du jetzt 100.000 abspeicherst. Dann habe ich mich verfahren, aber dann hier in dieser kleinen Umgebung. Ah, speichere da nochmal. Da oben ist er. So. Ich mache mal den kürzesten Weg. Aua. Ja, das ist natürlich logisch. Ja, das ist natürlich noch logischer. So langsam macht mich das hier etwas aggressiv. Etwas aggressiv. Ja, komm, du hast es gleich geschafft. Verdammte Blattschatz, es sind zu viele. Wenn mich jemand hört, ich brauche Hilfe. Du bist Skagfraß, Penner. Und wir sind wieder abgesunken, weil ich so ein großartiger Held bin. Komme ich denn nach da hinten überhaupt? Ja. Ich fahre auch jetzt einmal um die halbe Welt. Klar. Na klar. Ja. Irgendwie kommt man da wohl hoch. Ach, jetzt wieder das Verfluchte. Eine Tür, die niemals im Leben aufgehen wird. Noch ein Tor, was ebenfalls nie im Leben aufgehen wird. Und ein verzweifelter Tiber, der gerade nicht weiß, wo er lang muss. Ja, das ist jetzt ein wenig scheiße. Aber ich weiß nicht, wohin. Müssen wir wohl wieder den ganzen Weg zurück? Wir müssten wohl den ganzen Weg wieder zurück. Das ist natürlich wunderbar. Da habe ich nämlich gerade überhaupt keinen Bock drauf. Könnt euch ja nochmal hier die wunderbare, hammergeile Landschaft reinziehen. Ach, Turtle Rise Angreifer 0 von 3. Ah, schön. Schön. Ich komme nur nicht zu dir. Kann ich nicht irgendwie dahin? Oder dahin? Kartenausgang. Oder was haben wir denn hier? Kartenausgang? Ich will da nur wieder nach Hause. Ich will nur nach Hause. Fahrzeug spawnen. Fahrzeug respawnen. Also, wir haben wohl keine andere Möglichkeit. Als Moment, ich guck mal lieber auf die Karte. Als da geradeaus zu fahren. Hier war ich doch eben. Oh. Okay, egal. Jetzt will mir immer hier die Mutter und Kind und Bruder. Na, irgendwie unlogisch. Die haben noch Lebenspunkte, aber ich kann sie einfach überfahren. Ich
Hör auf mit Steinen zu werfen. Das hat deine Mutter denen verboten, das zu machen. Ihr Mutter, was bist du bloß für eine Mutter? Da deine Kinder werfen mit Steinen nach mir. Ja, kannst du ruhig weinen. So, wir machen eine kleine Exkursion durch die schönen Weiten des... Okay, schön ist relativ, aber durch die schönen Weiten. So, erstmal auf die Karte gucken. Das bringt mir jetzt gar nichts, wenn ich da lang fahre. Das heißt, wir müssen wohl doch außen rum und da drückt der E. Nein. Okay, ah, bald Stufe 9. Hier müsste ich richtig sein. Da ist da, wo ich nicht durchkomme. Warum komme ich da nicht durch? Ah, dann gehe ich lieber zu Fuß hin. Okay. Ja, gibt keine andere Möglichkeit. Nur ich habe keinen Bock, da mich jetzt 100.000 Mal zu verfahren. Wir wollen ja weiterkommen. Auch wenn ich jetzt hier der Gefahr ins Auge sehen muss. Da fängt es doch schon an. Ich höre sie doch schon. Ey. Ja, ach, ich habe ganz vergessen, was zu erzählen. Ich versuche hier gerade... Ach, jetzt haben wir da wieder so einen schönen Kaktus in der Nähe. Ja, ich bin auch über dich gesprungen. Wo ist er hin? Da. So, und der letzte entscheidende... Nächstes Level. Ich muss sagen, der Revolver geht ganz schön ab. Aber erstmal müssen wir uns jetzt aufleveln. Was machen wir denn? Unbegreiflich, es besteht die Chance, dass deine Schüsse keine Munition kosten. Je niedriger deine Gesundheit und Schilde, desto größer deine Chance auf Gratis-Munition. Och nee. Was haben wir denn hier? Bei unserem Gun-Zerker. Geladen und versichert, das Nachladen deiner Waffe verschafft dir kurzzeitig einen Bonus auf deine Feuerrate. Oder schnell ziehen, erhöht die Waffenwechselgeschwindigkeit und den kritischen Treffer schon alle Waffenarten. Hier, ach hier leider. Save Leder erhöht deine maximale Gesundheit und gibt dir eine geringe Gesundheitsregeneration. Maximale Gesundheit. Oder Anstifter. Wenn du durch Feinde Schaden nimmst, erhöht sich ein paar Sekunden lang deine Bewegungsgeschwindigkeit. Was haben wir denn hier Schönes? Komm nur her, Bruder. Sexueller Tyrannosaurus. Ich würde sagen, wir nehmen das. Da wir nämlich bald Imber sein werden. Wir erstmal helfen unserem Freund. Corporal Reese. Ich vermisse so ein bisschen Claptrap. So. Alter, Alter, bleib doch stehen. Alter. Wie ich diese Vögel hasse. Ja, kommt nur her. Kommt nur her, ihr blöden Vögel. Ha! Ihr kriegt mich nicht, aber diese Fledermäuse sind echt scheiße. Komm. Okay, wunderbar. So, wo ist er? Wo haben wir denn?
Kammerjäger. Hätte gar nicht gedacht, dass ich so viel Action wert bin. Einer dieser Psychos ist mit dem Energiekern abgehauen. Ohne ihn ist Sanctuary wehrlos. Bring den Energiekern nach Sanctuary. Ich werde erst einmal pennen. Weckt mich, wenn ich nicht mehr auf der Dauer bin. Willst du sie tot? Verdammt, er war einer der ersten, die ich für die Raiders rekrutierte. Doch ein guter Kerl. Hol mir den Energiekern. Und wenn du schon dabei bist, leg noch ein paar Banditen um für Reese. Er hätte so gewollt. Wie es aussieht, hast du einen Gebetswegpunkt. Manchmal kann dein Echo-Gerät nicht die exakte Position von etwas finden, das du suchst. Durchsuch das Gebiet, das mit dem großen grünen Kreis auf deiner Minikarte markiert ist. Dein Ziel befindet sich irgendwo in diesem Gebiet. Wir legen eine kurze Schweigeminute an. So, das war's auch schon. Die Betonung lag auf kurz. Du wirst immer in unseren Herzen bleiben, Corporal Reese. Und ich werde für dich hier alles töten. Du siehst ein bisschen aus wie Star Wars. Mit dem Helm. Aber egal, das ist cool. Beschaffe den Energiekern, töte die Bloodshots. Haben wir wunderschöne Missionsziele. Hui. Ich vermisse so ein bisschen das Auto. Es war einfach